Damit einen herzlichen schönen guten Morgen, meine lieben Freunde und Zuschauer vom Parkduo. Wir sind heute natürlich wieder am Efteling gelandet. Heute mal mit schönem Wetter, denn die Sonne ist wieder mit dabei. Der Leon ist wieder mit auf dem Kanal, Alter. Nach über einem Jahr tritt er auch mal wieder ins Bilde, ins Universum, Alter. So, und direkt als Neuheit für dich zaubern wir ein bisschen. Wo ist der Zauberstab? Ich mach auf, warte. Ne, überreich ihm mal diesen Stab. So, was du machen musst, ist, komm mit. Du musst den aktivieren und hier so quasi Kreisbewegungen schaffen. Und dann guckst du hier, was passiert. To the Netherlands. Auf Freizeit magst du so einen Schrott, ne? 200 Dinge. Sehr gut. 20 Euro im Shop, Alter. 20? Kriegst noch 5 Euro Rabatt, 5% Rabatt. Es gibt auch mehrere solche Stellen. Ja, wie ist es für dich, wieder eigentlich im Efteling rumzulaufen? Mega gut. Mega leider. Versucht, dann mega auch wieder Schließung verlängert und... Also jetzt hat es endlich geklappt. Dann nicht wieder geöffnet und zu und ja, auf jeden Fall hat es wieder geklappt nach über einem Jahr. Jahreskarte hat sich gut was an Guthaben angereichert, ja. Das ist mega wichtig. Kann man auch sehr schön im Park hier irgendwo anders ausgeben. Konsumieren. Genau. Entweder den Magen füllen oder halt ein bisschen Merchandise sammeln. So, aber leider dieses Mal ohne Dark Rides. Ja. Was sagst du dazu? Ja, ein paar Tage zu früh, ne? Ja. Heute ist der 31.05. Am 5.06. darf man hier wieder sich auch drinnen bespaßen lassen in den Efteling. Ja. Man gewinnt nicht immer, ne? Nee, aber ich meine, wir haben die Jahreskarte, wir haben Plastik dabei. Das heißt, wir können mal wieder einen Tag buchen. So, heute sonniges Wetter, Montag. Der Park scheint wieder recht voll zu sein. Wir haben Baron gerade schon 40 Minuten Wartezeit gehabt. Aber naja, wir machen das Beste draus. Und Jenny ist auch wieder am Start. Hallo. Was ist das hier für ein T-Shirt? Die übelsten Bobby-Jarland-Fans, Alter, die hier rumlaufen. Belgier, Alter. So, Leon geht auf Entdeckungstour hier mit seinem Zauberstab. Weißt du, was noch bei der Packungsbeilage stand? Nee. Du musst ihn mitnehmen, anmachen und dann Symbolika fahren. Dann passieren auch neue Sachen. Dann gucken wir uns Symbolika an, ist zu. Toll. Ja. Ja, auf jeden Fall schönes Wetter, wie schon erwähnt. Ich bin tatsächlich noch nie hier lang gegangen zum Eingang, immer über Fata Morgana. Ja, gut. Wir haben auch letztens unsere Route mal ein bisschen erneuert. Aber halt liegt halt dran, dass die Dark Rides zu haben. Schade drum. Aber hey, immerhin haben wir den fliegenden Holländer, der quasi auch einen Dark Ride Part beinhaltet. Aber ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen, dass es die Regelung gibt, wenn du weniger als 3 Minuten sich indoor befindest, dürfen die Attraktion auch aufmachen. Toll. Ja gut, was das jetzt bringt, die 3 Minuten, weiß ich nicht. Ist quasi wie die Aufhebregel vom Boden. 10-Sekunden-Regel. Naja, scheißegal. Macht euch einen schönen Tag im Eftelinker Zweifel. Mit schönem Wetter, ohne mal den scheiß Regen, den wir immer hatten. Also letztens im Efteling hatten wir Hagel, Regen, Sonnenschein, Wind und ganz viele Enten. So, wir gehen rein zur nächsten Zauberstation. Mega gut, mega wichtig. Efteling. Hm? Was? So, ja, nächste Zauberstation haben wir erreicht. Zu ihrer Linken. Also hier ist letztens nicht viel passiert, außer pneumatische Geräusche. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, irgendwie was, irgendwas, was... Da soll bestimmt Wasser kommen. Ja. Das Ventil hat geschaltet, das war kein Wasser an, bitte. Nee, Wasser war an. Nee, von da oben kommt da was, oder? Egal, wir gucken. Guck mal.
kam das jetzt raus? Vom Boden. Ah, hier? Mhm. Und der wird ein bisschen höher hier. Ja. Ja, nochmal. Jo. Meine Becken ist ein bisschen Party. Hat geblubbert. Ja, und es blinkt dann auch. Ja, ja. Also nachts ist hier ein bisschen Rave-Time. Ja, gut. Ja, aber immerhin, ne? Die Farben ändern sich auch, je weiter du gehst. Ja, ich kann es erahnen bei dem Licht, ja. Ja, da geht auch so. Von alleine an. Funny. Ja, den Märchenpark kann man heute auch mal ein bisschen erkunden. Den haben wir echt selten eigentlich hier im YouTube zu sehen. Deswegen sollte man den auch mal ein bisschen zeigen. So. Aber wir waren letztens zusammen am Winter 2019, waren wir das letzte Mal hier. Wo alles noch ganz normal war, Alter. Ja. Wie die Zeit vergeht, meine Fresse. Und das letzte auf dem Kanal wart ihr auch im März 2020. Eine Woche vor der Pandemie. Das ist echt schon heftig. Ach, Symbolika, es ist so traurig, diesen Park oder diesen Part zu geschossen zu sehen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Leon das hinkriegt. Die Jenny hatte Probleme damit. Der ist ein bisschen... Ist der neu? Nö, der ist schon immer hier gewesen. Echt? Ja, ja. Ich will nicht mehr in der Bude hier. Ja, der dreht sich auch immer. Ist der an? Und jetzt ja. Jetzt ist er an. Ja, hier hatten wir letztens auch Probleme gehabt, irgendwie. Ich habe den dann nur so dran gelegt. Oh. Hm. Oder geht es nur um die Musik hier? Nee, hier geht dann Licht an und aus. Also nichts Besonderes eigentlich. Ist ja doof. Also mein Favorite ist hinten die Schatzkiste. Ach, da sind auch schon welche am Zaubern sich gerade. So. Ach, Symbolika. Aber wenigstens haben wir die Information, dass in ein paar Tagen wieder die Indoor-Attraktion öffnen. Das heißt, ich kann dann wieder oder endlich mit meiner neuen Kamera die Dark Reds präsentieren. Mit Low-Light-Effekten, Freunde. Dann sieht man auch eigentlich wieder was. Stimmt, die ist ja neu. Die ist neu, ja. Ich wusste irgendwann war anders. Auch eine Sony, aber diesmal mit Versicherung, Alter. Ja, mit dem war Mega Hartz 4, ey. Ja, das ist hier passiert. Das ist hier passiert. Ja, ich weiß, war dabei. Ja, ich im Wartebereich von Joris. Von Joris, genau. So, dann produzieren wir hier ein bisschen Magic. So, hier nochmal an den Livestream. Hier kommen die bösen Kinder rein. Ich muss anmachen. Ja, hatte ich eigentlich. Einmal kurz, reicht. Jetzt müsste der Haze eigentlich wieder voll sein. Ist der an? Nö. Ja, irgendwie immer, ich drücke immer und dann geht er wieder aus. Ist mega komisch. Ja, du machst das, glaube ich, zu schnell. Hier ist auf jeden Fall Licht. Ja, es ist immer ab und zu so ein Geblinkel. Cool. Habt ihr Rheinland mitgebracht oder was? Bitte? Rheinland? Rheinland-Pfalz. Wieso? Nimm du mal. Vielleicht klappt es ja nur bei jedem einmal. Ich kann das nicht mehr. Ich glaube, es klappt bei jedem nur einmal. Der Padus macht das schon.
So, jetzt eine gemütliche Runde auf Gondoletta, Freunde. Einem Mack-Produkt hier. 20 Minuten Fahrt, hier einfach mal zu entspannen, um den Tag gemütlich zu starten hier in Kazeuwel-Efteling. Deswegen begleitet uns jetzt durch eine kurze Tour hier auf Gondoletta. Hui. Das war mega gut, ja. Die Susi. Das ist Jerry. Tschüss, was war denn nur raus? Hab ich dir mal 10 Cent beraten, oder? Das hat die gehört. Die hat die Packung gehört. Eine Wildgans. Ich hab mich jetzt drauf, ja, ne? Ja, ja. Also. Siehst du das Auge nicht? Das Coole ist, die guckt dann nicht mehr so an wie die Alte. Die Alte hat immer so... Ja, die hat so einen digitalen Stabilisator drin. Das ist mir gut. Ja. Ah. Hauptsache kein Hagel heute. Ist mir ja wichtig. Ja, letztens sind wir... Joris in der Drage uns angestellt. Auf einmal geht der Hagel los. Ich so, Scheiße. Jo. Und da ist die Fahrt losgegangen bei den anderen. Meine Kapuze, die war komplett voll mit Eis. Kannst du rauspulen. Aber eine halbe Minute vorher war auch Sonnenschein. Weißt du, wo wir jetzt Arkaden waren? Mit dir ging es, wo wir da waren, wo ich vorher mit Lars mal allein da war. Weil da war Regen da vor 2 Jahren. Das war im Heidepark vor ein paar Wochen. Das hat den ganzen verpiepten Hurentag hat's einfach geregnet. Ja. Den ganzen Tag. Also. Ja, wie war es im Heidepark, wenn man jetzt so fahren kann? Außer der Regen. Wir waren 4 Stunden nach Hause gefahren. Echt? Ja, sicher. Warum? Du kannst einfach nichts machen, Alter. Du kannst dich nur runterstellen in den Park. Du kannst nur reingehen. Ja. Weil halt alles zu war, ne? Ja. Und es hat halt nicht nur so dauerhaft blutige Piss, sondern es hat richtig geregnet die ganze Zeit. Das war mega nervig, ey. Und wir waren halt so nass und durch und es war kalt und windig und... Was seid ihr alles schon gefahren? 4 Stunden zurück. Gefahren bin ich die kleine Monorail und die Traktorbahn am Eingang, das war's. Kein Kolossus, nix. Scheiße. Ja, Kolossus war irgendwie zwischendrin immer so 5-mal so Störung. Alter, die rennen ja. Ja, ich glaube, was Der Vater ist auch vorgesprintet. Also Heidepark war nix so. Nee, der Park war echt wunderschön. Also ich war noch nie da, es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, so die Bahn waren wie mega kurz. Also die Traktorbahn war übertrieben kurz. Krak ist mega kurz. Und okay, Kolossus ist dafür krass. Ja, ich meine, so der erste Eindruck, ich muss mal richtig da sein. Aber ja. Wir fahren auf jeden Fall dieses Jahr nochmal hin. War mega schön da. Ja, dafür hast du heute der Besuch war halt kacke, da konnte der Park nichts für. Wir haben halt gelernt, so, da kannst du wirklich gar nichts machen, wenn es regnet. Die ganzen Restaurants waren auch komplett auch zu. Das hat zum Mitnehmen war es auch zu. Du konntest ja nicht mal wirklich mal kurz, wo wir reingehen, zumindest mal trocken werden. Es ging halt gar nichts. Ne? Was mit den Indoor-Sachen hatten die auf? Die haben ja nur Ghostbusters. Nur? Da ist ja nichts Indoor sonst. Boah. Das ist ja das Doofe da. Da, du kannst in den Wartebereich gehen und dich da irgendwie Indoor aufhalten, aber weil es auch nicht die Erfüllung. War natürlich auch dementsprechend voll dann. Ne? Das war schlecht doof. Da fahrst du heute ein bisschen Entschädigung hier im Efteling-Freizeitpark. Das ist richtig, ist mega gut hier, mega schön, ja, wunderschön. Ist auch nicht so weit. Nö. Jetzt 2 Stunden gefahren.
Heidepark war mal eben so 4 Stunden eine Strecke. Ne? Boah. Jo. Hat sich ja gelohnt für die Traktorfahrt, Alter. Naja, sehen uns gleich draußen. Heute Runde hier auf Pagode, aber diesmal mit schönem Wetter, Sonnenschein, blauer Himmel und geschlossenen Dark Rides. Ne, ist mega schön hier. Ist mega wichtig hier zu sein. Boah, Drauig-Pumpe da. Das ist mega wichtig, ey. Ah, ist das schön. Ja, okay. Ja, wie gesagt, wir kommen dann bald wieder zum Efteling. Dann können wir auch wieder die Dark Rides mitnehmen. Ist mir ja gut. Das ist geil hier, Alter. Jo. Weil da sieht man, wie sich schön die Menschen hier in diesem Park verteilen. Das kann man jetzt wirklich bildlich sehen. Ist gar nicht viel los. Ich glaube, ich habe gerade ein Holländerboot gesehen. Holländerboot? Mhm. Bootjes? Mhm. Sage ich hier sofort. Ich meine, ich habe es in den Splash fahren sehen. Ja. Ich kann mich auch irren, aber ich würde behaupten, das würde von Fahrtrichtung und Geschwindigkeit passen. Das werden wir ja gleich sehen, wenn das nächste Boot abgeschickt wird. Ah, ist das geil. Wenn man hier oben steht, sieht das surreal aus hier, dieser Park. Irgendwie schon. Mhm. So, Jaws und Drag fährt. Naja, also beim Holländer sehe ich noch nichts fahren. Ja, spätestens heute Mittag, Nachmittag fährt das erste Boot wieder raus. Ich bin da zuversichtlich. Ach, guck mal, der Platz habe ich vorgerockt, da ist gar nichts los. Ja. Das kennt man gar nicht. Naja, auch hinten bei Ravelein und Dromfluch, auch letztens, da ist kein Mensch gewesen. So einer der meistbesuchten Orte in diesem Park und da ist niemand. Ja, noch die Restspuren vom Zelt. Unser letzter Besuch, das muss ich aber geben. Echt jetzt? Ja, unser letzter Besuch hier im Efteling. Ich war dann Sommer 2000. Dezember 19 waren wir hier. Ja, ich war mal 2020 nochmal hier. Das ist da, wo wir die Story gemacht haben für Efteling. Ach, wo wir zu zweit hier waren? Nee, mit den beiden und Echt? Boah, weiß ich gar nicht mehr, ey. Das ist krass. Ja. Wie gesagt, ich habe mal in mein Inventar geguckt und der letzte Vlog mit uns war hier Dezember, 2 Jahren. So, langsam nach unten. Noch eine Toilettenstation hier vorne, das weiße Zelt. Mal sogenannte Entleerungsarbeiten durchführen. Genau. Alles Kölner Dom. Ja, nicht mal so weit von NRW. So. Schön ruhig, wie die Karre fährt. Die warte bei euch leer von Pagode, so für euch. Alle Chili hier. Die haben erweitert. Toll. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Pagode. Ja, das war auch nicht meine letzte Fahrt heute im Ding. So, jetzt sind wir gelandet. Wo sind wir gelandet? Auf dem Platz vom Vogel Rock. Ja, im geslotenen Bereich. Gesloten Rock. Noch. So, aber wir nehmen jetzt hier ein kleines Flat Ride mit. Michel Karneval. Alle, ne? Alle. Nee, Marie fährt nicht, sonst haben wir Entleerungsarbeiten, die sich hier durchführen werden. Ach, Quatsch.
bisschen drehe, na. Kannst deine Urlaubswurst essen mit Zeit. Wie lange hält's? Ich habe länger als man denkt, aber nicht lange. Mal Ruhe! Und schon wieder sind wir hier drauf. Mensch, eine Woche später. Ich, tatsächlich, Herr Junge. Was denn? Ja, hier! Geht nicht. Ich muss alles abbauen hier. Kiss mich doch echt nicht, ey. Was ist los? Also, welche Brühl hier ist das? Kiste? Ja, hier die Kiste. Das ist eine Karre im Arsch. Hier ist die Kiste. Wahnsinn. Ja, die Fahrt macht trotzdem Spaß. Das ist richtig, ja. Das ist ein Fachpreis, ein sogenanntes Spaßfahrgeschäft. Der professionellen Freizeitbranche. Eigentlich wieder Freizeitfahrt, Junge. Er lupst mir ja schön, Alter, das wäre gut, Alter. Die Bürsten bleiben auf dem Boden. Jetzt DJ Anja am Start wieder. Ja, Leon, du musst auch vloggen, du musst aber was erzählen. Ich bin ja also der Backstage-Operator, nicht so Onstage-Mensch. Aber du bist ja auch Backstage. Ja. Ja, was soll ich sagen? Wie, glaube ich, hier im Video sieht, wir haben... ich glaube, ich kann sagen, wir sind ein bisschen Kannibal gefahren. War mega gut, dass die Kiste mitgefahren haben, glaube ich, alle gesehen. Das war ein bisschen doof so. Sonst die Fahrt wunderschön. Hier ist gerade irgendwie nichts los. Das ist auch mega schön. Aber hier Blumen. Und ich merke, das ist, glaube ich, nicht so mein Berufsbereich. Aber ich kann schöne Filme machen. An der muss ich Menschen wegfilmen. So, hier ist schön. Lichter kennen sie noch dran. Ich übernehme wieder. Also wir gehen jetzt auf diese Nostalgie-Kirmes. Das ist auf jeden Fall schon mega lang her, so, ich weiß auch nicht. Und du kennst diese Automaten nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Belehrungsaufgaben durchführen. Ja. Kannst einen Pin für einen Euro und kannst dir ein T-Shirt tun. Schön Häftling drauf, mehr gut. Durch Nippel schieben. Durch Nippel schieben. Das Kind hat das gehört, das ist das. So, ich glaube, hier war der erste. Nee. Doch, hier ist der erste Automat, glaube ich. So. Nostalgie-Kirmes. Welches Zelt? Das Karussell hier so umgezogen. Nee, das steht immer da. Du bist nur hier nie reingegangen. Wir sind in die andere Seite mal reingegangen. Das Karussell steht da. Ach, oh mein Gott, hier sind wir ja. Okay. Also wenn du... Ja, lange ich bin hier, jetzt lass mich, okay. Wenn du quasi jetzt einen Euro hast, hier zum Beispiel, der erste Automat. Ich hoffe, der funktioniert heute. Das klingt so.
passieren Sachen, dann kommt hier ein Pin raus unten. Oh. In einer goldenen Kugel drin. Du hast kein Geld. Also kein Kleingeld. Ich habe einen USB-Stick, eine Hitmarke und hey. So, guck mal, was passiert. Hallo, es wird jetzt ein Spiel. Ja, ja. Ich hoffe, den habe ich noch nicht. Boah, Junge! Aber der Verschluss ist, bleibt zu. Ah, okay, den habe ich jetzt schon 10 Mal. Ja, ist aber schön. Ja. Glänzt. Schön. Neu. Wir touchen, touch Dark Ride. Ist mega schön, die Karre mega gut, ey. Ist auch Sack hier drauf. Ja, schön. Ja, und hier hast du so öfter mal Automaten an den Ecken stehen. Krass. Der nächste ist da hinten, das ist der Schwan. Und der produziert uns kleine Figuren aus dem Märchenpark. Das ist dann Gewinn für die nächsten Spiele. Stimmt. Ja, Gewinn. Gewinn für die Spiele. Ja, dann gehen wir zur nächsten, oder? Müssen wir da lang gehen. So. Nächste Station, die kenne ich noch nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Gucken wir mal. Ja, da kommt so eine Münze raus. Ich kenne schön. Eine Münze? Ein Esel im Märchenwald. Achso, ja, stimmt, ja. Geht nicht. Stimmt, defekt. 6 Euro. Ja, drück mal den Knopf hier, Orangen. Okay, nee, wir müssen schnell zur nächsten Station. Die ist direkt hier um die Ecke. Ja, schade. Schade, schade, Schokolade. So, aber ist ja nicht weit bis zur nächsten Station. Das ist die goldene Gans quasi. Okay, es blinkt rot. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Mach mal. Scheiße. Naja. Das blinkt rot, das heißt, ich glaube, da ist nichts drin. Müssen die wieder auffüllen. So nachher nochmal. Schade. Oh, ich hasse sowas, ne? Aber Pins sind immer da, ist mir gut. Ja. Oh, die schläft. Schatzi. Was machen wir denn jetzt hier? Karussellfahren. Karussellfahren? Ich habe noch nie gefahren hier draußen. Das ist jetzt immer nur das Indoor-Karussell, was über 100 Jahre ist. Ja, aber das Indoor ist ja natürlich heute wieder gesloten. Dann nehmen wir einfach ein Karussell draußen mit. Nimmst du den Hahn? Den Hahn? Den Hahn. Warum den Hahn? Weißt du, das sieht lustig aus. Mal gucken, was wir reiten werden. Oder die Kapsel. Das machen wir mal zu. Thank you.
Boah, wir haben dann Sonnenbrand ist immer noch da. Scheiße, ey. Wo geht's jetzt hin? Die Eierbahn. Eierbahn, aber letztens nicht geschafft. Habe ich noch ausdrücklich gesagt, die Eierbahn. Das ist ein sehr wichtiges Fahrgeschäft. Ja, warum eigentlich? Weil das ein Motor hat. Okay, cool. Sehr nice, ja. Ja, einfach die Gegend hier ist schön. Mega ruhig, Entspannung pur. Einfach schön. Na, guck mal, ob der mal Prüfarbeiten durchführen. Der hat Bock. Q-Line. So. Ich finde es ja, wir haben keine Indoor-Attraktion, wo wir warten müssen. Dann können wir uns da jetzt auch anstellen. Ja. Wir müssen gleich unseren Vogel besuchen. Ja. Auf jeden Fall. Unseren Vogel besuchen. Kohlmeise. Kohlmeise. Wir gehen gleich einen Vogel besuchen. Ich mache hier wieder Blockabfertigung wie bei Weißer Lachse Movie Park. Die Wasserbahn. Dora? Nee. Ah, hier. Nein. Nee, die Excalibur. Excalibur, genau. Also auch mal hier Blockabfertigung. Ja. Lassen drin, die Wartebereiche leer, ist ja beim Holländer auch so. Ja. Hätte ich recht Holländer sagen können eigentlich, aber gut. Fliegen Holländer. Können wir mal prüfen, was der Holländer... Schicken sie über die Single Rider allein, quasi. Was hat denn der Holländer für eine Wartezeit? Hat auf jeden Fall geöffnet, das ist schon mal gut. 15 Minuten. Ist offen? Ja, wunderbar. Mega gut. 15 Minuten. 15 Minuten. Aber haben wir schon gesagt, der wird heute öffnen. Aber erstmal müssen wir nach der Fahrt unsere Kohlmeise besuchen. Die hat sich in so einem. Gibt es ja diese interaktiven Sachen hier in diesem Spielplatz, ne? Da gibt es quasi eine Station, da musst du dein Ohr dran halten und dann hören, was da drin ist. Ist aber verstopft, das ist ein Vogelnest, da ist eine Babykohlmeise drin. Weißt du, was ich dem Fabi gesagt habe? Der muss auch hier so Augen drauf machen. Du brauchst auch da drauf, ist mega gut. Und der Hamster auf der Kamera. Ja, geil. So, erstmal eine Runde Eierbein, Freunde. Fächelate. So, jetzt sitzen wir auf der Eierbahn und der nette Mitarbeiter hat uns gesagt, dass er gestern in Bobby Arland war. Weil wir unsere Bobby Arland-Taschen haben. So, erstes Mal mit der Kamera hier oben. Ich sag, im letzten Vlog waren wir ja hier unten, sagen wir rumlaufen, unsere Kohlmeise gefunden, die wir gleich besuchen gehen. Meinst du, die ist noch drin? Ja. Ich glaube auch. Das ist volle Kanne drin, Alter. Einfach zur Seite weg hier. Ja, ist mega schön hier. Einfach dieser Bereich. Ist ein eigener Freizeitpark hier drin. Ja. Efteling ist einfach nur ein Märchenpark. Das ist mega schön. Für kleine Kinder, die kommen hier rein und denken, sie träumen wirklich. Weil ich träume auch, wenn ich hier bin. Aber nein, das ist Realität, Freunde. Ich kann es ja im Bilde festhalten. Dass das hier kein Fake ist, das gibt's wirklich. Aber nachts ist es hier mega schön. Nachts warst du hier noch nicht, ne? Doch. Ja? Natürlich. Hier oben? Winter. Hier oben? Eierbahn? Ja. Okay. Wir sind im Winter einmal Eierbahn gefahren. Okay. War auch schön bunt. Sieht man auch in den Beleuchtungsmitteln unten. An jeder Ecke was. Wie im Park zu Park. Bitte? Wie im Park zu Park. Ja, Park zu Park. Ah, ist das schön hier. Geht voll ab, gleich. Ja. Sag, hier drin ist die Szene, die wir letztens gesehen haben im Vlog. Hier ist die Brauszene, wo die den Weinbrauen oder Whisky, keine Ahnung, was da drin gebraut wird. Ist aber hier drin befindet sich.
Zufahrtsstraße zum Efteling. Müssen Leon mal in die Rutsche schieben. Kühlein wird immer größer hier. Für die Eierbahn. Hauptattraktion hier. Das ist tatsächlich die Hauptattraktion hier in der Gegend. Da waren wir gar nicht drin. Oh. Stau. Und das war's. Hier. So, ab zu unserer Kohlmeise, würde ich sagen. Mal gucken, ob sie noch da ist. Ich denke aber schon. So, wir sind zwar bei unserer Kohlmeise, aber wir können diesen Ort nicht betreten. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund. Aber wie gesagt, in diesem Ohr ist sie drin und wartet auf Futter. Naja, schade. Aber besser so. Weil Menschen sind unberechenbar. Was das angeht. Ja, reinstechen mit Finger und Stöcken. Ja. Ich hoffe, ich war jetzt nicht schuld wegen dem Vlog. Oh mein Gott, ich muss auch nicht ducken. Du musst dich mal ducken. Boah, was? Komm mal hier, komm. On right. Hey, man lässt die kleinen Menschen immer zuerst. Ohne Tisch. Ich muss mehr drücken als du. Es geht gar nicht runter, Jenny hat Airtime, Alter. Ui. Alter. Ey. Ja. Hilfe. Jetzt bleibst du oben. Ja, weiß aber jetzt keiner. Jetzt bist du für immer verloren. Boah, Arsch! Hui! Kikeriki! Ja, Eierbahn? Ja. War gut, ne? Achso, ja, war gut, ja. Ist gefahren. Funktioniert. Man,
So, und die haben jetzt ein Warenhaus, lecker. Leckereien, Schneckereien, Shop, Warenhaus, Leckereien, schnell zum Mittagessen oder als Snack. Das ist jetzt was Neues hier. Mal gucken, vielleicht werden wir hier fündig. Gifo. Gifo, ich hab rein. Aber mal eine neue Experience hier. Oh. Hallo. Hallo. Wow. Bitte? 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 Lass mal schauen. Alter, was? Das ist ja cool, Leute. Der Leon bleibt heute hier. Ich brauche Pampers. Boah, ist das geil, Alter. Alter, wie cool ist das denn? Efteling-Shop. Ja, schön, bitte. Alter, das habe ich jetzt gar nicht erwartet hier. Nee. wollen wir wirklich Station der Ost? Ich meine, hier gibt es genug. Ja, aber da gibt es warmes Essen, ja. Ist kaltes Essen. Aber ich werde mir auf jeden Fall was mitnehmen. Na hier, guck mal, für dich. Ja, Käse. Käse. Oh, nice, Alter. Wie geil ist das denn? Efteling-Shop. Ich weiß es nicht. Nee, ich nehme ja an. Eier, Fleisch. Das ist geil, Alter. Ich bin echt sprachlos, Leute. Die haben hier einfach einen Shop aufgemacht. Ich komm nicht klar auf den Shot. Powerade. Ah ja, ich habe nichts mehr zu trinken. Was nehme ich mir denn zu trinken mit? Trinke, meinst du? Ja. Ist das Cherry? Weiß ich nicht. Der steht doch auf Cherry. Ja, dann. Was ist mit Zucker, ne? Sag mal, wie viel... Ja, ich nehme mir eine Cola Light oder sowas hier. Hier, Zero. Zero geht immer. So. Eine kalte, bitte. Mehr cool, Leute. Schatz, was sagst du dazu? Ich find's Hammer. Ich hab das jetzt gar nicht erwartet hier drin. Nee. Überhaupt nicht. Aber Nerds haben die hier nicht zu mitnehmen, oder? Wenn doch. Direkt eine Packung mitnehmen, aber scheint nicht so. Was denn? Nerds. Oh, schade. Schade, 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 Schokolade. Egal. Keine Nerds fahren. Nee, Cola reicht erstmal. Ja, ich habe so. Zwei Getränke. Ja. Ja, dann sehen wir uns draußen, würde ich sagen. Ja, cool. Ich mache einen Kommentar dazu, bitte. Das ist mir ja gut, ey. Das ist jetzt gar nicht erwartet. Alles im Guthaben bezahlen, mehr viel Auswahl. Klar, Preise trotzdem mega krass da drin, ne? Aber. Mehr gepumpt? Ja, sicher. Auch schon. Okay. Ich habe das jetzt gar nicht erwartet. Noch ein paar Notfalltücher hier. Falls mal ungeplante Leerungsarbeiten anstehen und. Du gehst da rein und dann siehst du diesen Shop und denkst du, der ist schon immer da gewesen. Ist noch schöner als ein Rewe. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, schöner, ja, aber. Das ist mega cool. Alter, wieder. Wie Efteling uns da jedes Mal umhaut, ja. Alter Fall, Alter. Ja,
erstmal Konsum jetzt, ne? Ja, Chips und zwei Getränke. 11 Euro. Okay. Nein, halt dir die Nase vom Mund. Ach. Ja? Was hast du? Die Nase vom Mund. Nee, war falscher Alarm leider. Also okay, schade. Egal, wir konsumieren jetzt und sehen uns gleich bei Station aus. Da fressen wir noch ein bisschen holländische Produkte. Ah, lecker Frikandel. Lecker, lecker. Mmh. So, wir haben lecker gespeist hier, alles wieder getankt. Ja. Jetzt geht's los mit einer Neuheit für uns alle. Und zwar dem Spielplatz Nest, so heißt das ganze Ding. Wurde heute eröffnet, denn Efteling feiert heute seinen 69. Geburtstag. Und das ist quasi das Geschenk an uns von Efteling. Das heißt, wir gucken mal rein. Nest, letztes Mal noch zu gewesen. Die Q-Line ist hier. Letztes Mal noch zu gewesen. Letzte Woche, als wir hier waren, auch im Video. Jetzt können wir es tatsächlich mal testen. Ich bin gespannt. Auch mal eine Neuheit für Parktube. Dieses Jahr. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, Happy Birthday Efteling, würde ich sagen, ne? Ja. Von da, Gebärdentag. In der Efteling. Das ist doch gar nicht Julian hier. Kannst einmal reinlaufen. So. Gucken wir mal. Weicher Boden? Oh. Gummiboden. Hey, hast du auch Speisemöglichkeiten? Da ist ein neues Geschäft. Wirst du nass gespritzt? Ja, ich hoffe wir haben. Hier ist ein bisschen Wasser-Action gerade. Hier. Aqua Teambekleidung für den Bereich hinter dir. Habe ich schon gesehen. Echt? Oh, hier wird man schön kühl gehalten. So, gucken wir uns mal den Bereich mal genauer an. Ja, dem Leon mal nach. Es riecht wie eine Neuheit im Europapark. Als Batavia neu war, roch das auch so. Jetzt mal produzieren. Kanone. Jo. Heiße Seile! Schön! Kann man lassen. Ja, gut, ich hab die Snacks gefunden. Ja, ich weiß. Mal Wasserbett. Boah. Lass mal da hoch. Du willst da hoch? Ja, hier hochlaufen. Erster Supermarkt heute, jetzt Nest. Neuheiten heute, Freunde. Premierentag. Oh, was haben wir hier? Was haben wir denn hier gefunden? Oh Gott. Was kannst du sehen? Ja, irgendwas Buntes. Das ist einfach buntes Glas vorne drin. Buntes Glas? Kann man das sehen über die Kamera? Ja. Also man sieht da nicht viel draus. So, hier hat man den quasi den ganzen Spielplatz im Überblick. Ich steuer mal, ja. Ja, steuer uns mal nach vorn. Ist schön geworden. Auch mit Soundtracks hier, bekannte Soundtracks. Machst du das? Nee. Aber irgendwas passiert hier doch, wenn du das machst. Ja. Irgendwas muss hier passieren. Aber nicht sicher. Ne, ich glaube, es ist einfach nur so. Hast du das gehört? Ja. Nochmal? Da sind Glocken drin. Cool. So. Finger Holländer steht drauf. Das Wrack vom fliegenden Holländer.
Ach stimmt, lol. Lul. Tatsächlich. Fliegende Holländer Action hier, Freunde. Und dann geht's da drunter. Cool. Das ist ja nice. Ja. Und hier ist die Indoor-Szene von Fliegenden Holländer. Das ist, was hast du denn da, Alter? Boah, das ist neu. Was ist das? So eine Waffel, ne? Das ist Chocolate C-Bong. Da in der Bude. Und Riechstranken. Oh. Explosionsvorhaben. Boah. Also richtig viel, Alter. Wie teuer? Wie teuer? Boah. Mhm. Beides zusammen 7 Euro. Zusammen mit Getränke. Hm. Ja, schöner Bereich geworden, tatsächlich. Sehr laut, sehr bunt. Ja. Sehr laut, sehr bunt. Klein, aber fein, muss man mal sagen. So, da hinten. Das ist Kletterparcours. Ja, schön. Parcours. Oh, riecht mir ja gut, ey. Boah. Ja, schön. Das gefällt mir. Und dann machst du da hinten ja noch was? Ich weiß nicht, irgendwie so als Kind war das irgendwie cooler, so jetzt. Ja. Keine Ahnung. Hält sich das? Ja, bestimmt, aber. Ich meine, heute ist öffentlich, recht wieder kaputt machen, so soll es schon mal. Ja, ja, ja. Überlassen wir es mal den Kleinen hier. Nee, gefällt mir, Alter. Gefällt mir wirklich. Noch Boxen und Müll unter dem Boden. Das ist ein Efteling, natürlich. Das war noch der Drachen da. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, ey. Hier, Entertainer. Entertainment, ja. Ja, ja, ja. Das ist die offizielle Uniform. Ist das, glaube ich, wie diese Person, die es so im Phantasialand auf diesen Öffnungsvideos gibt und am ersten Öffnungstag sind sie nie wieder da. Das ist, glaube ich, hier so ein Kollege. Ach so. Weißt du? Ja, ja. Wenn wir hier irgendwann am Schmieden ist oder hier diese komischen Sausäcke, die in den Buden da hinten am Mondsee rumlaufen. Jo. Ich gebe die auch nicht. Na gut, was ein bisschen länger gehalten hat im Phantasialand war Woostown. In der Halle waren so ein, zwei Jahre diese Maskottchen am Rumlaufen. Ach, keine Ahnung. Aber das war's dann auch. So, hier eine Runde. Dann ist der Bereich quasi durchlaufen. Mega schön. Ja, große Eier, Alter. Aber die hatten noch tatsächlich. Hatten die überhaupt Spielplätze in Efteling? Ich weiß es gar nicht. Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich Alter. Auch nicht. Wenn die das rumdreht, ist ja. Gefahrgeschäft oder drauf. Also jetzt gerade Python. Das ist Memory. Ja, ist mega gut. Mega gut, ey. Hallo Leon. Letztes Geschick, wo die hier gefärbt haben. Bitte? Das letzte Geschick, wo die hier gefärbt haben. Kann sein. Ah, ist das schön. Alles frisch. Heute eröffnet. Ja gut, die Zähne. Das ist ein Periskop. Und das ist so. Kannst du drehen? Nee, oder? Leider nicht. Sieht man nichts. Siehst einfach nur, was oben ist. Da kannst du nächstes Mal auch noch rumkrabbeln. Das ist ein Basement-Spielplatz hier. Das ist die provisorische Q-Line für Holländer. Ja, wir machen Piranha jetzt gleich. Erst machst du Moritz, ist 5 Minuten. Bitte? Ja, mal schon gucken, wann hingeht, ey. Ja, erst machen wir Max und Moritz, ist 5 Minuten und dann machen wir Piranha 10 Minuten. Also kannst du mit einem Eimer Sand und dann da reinkippen. Zum Bank verunstalten.
Ja, das wäre der neue Spielplatz Nest. Klein, aber fein für die Kinder auf jeden Fall. Eine Empfehlung. Die sind aber stolperfein, Alter. Die sind aber extra. Kannst du nicht sagen, dass die nicht extra sind? Nein, das ist extra. Damit die Kinder auch mal ein Souvenir mit nach Hause nehmen. Blaue Nase oder so. Und ihr Gummiboden, Wrestlingboden, Alter. So, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt Richtung Max und Moritz Marktprodukt. Reiten wir eine Runde und dann endlich wieder Wasserbahn-Action, Rafting-Action mit Piranha, Freunde. Freue ich mich jetzt schon drauf bei diesem Wetter. Mega gut. Nest, jetzt im Efteling, ab heute. Alles Gute zum Geburtstag. Efteling. So, jetzt sind wir am Marktprodukt angelangt, heute mit schönem Wetter mal. Und der Leon fährt tatsächlich heute das erste Mal Max und Moritz, wusste ich gar nicht. Aber ja, guck mal, was er dazu sagt. Ein Marktprodukt aus Waldkirch gebogen. Powered Coaster Action hier. Let's go. Hallo Leon. Komm mal hoch! Schneller bitte! Kurzes Review mal. Ja, die Karte ist mega schön, ey. Okay. Fährt mega schön, macht Spaß, Theming umwerfen, Züge sind bequem. Nichts knallt, nichts ruckelt. Hat wunderbar. Gepasst. Mega schön. Hat gepasst. Ja, absolut. Und jetzt andere Seite, ja? Ja. Gleich mal counten. Ich kann nur bis zwei zählen, das reicht auch. Ja, reicht ja. Wieder okay. Hier. Nächste Seite, let's go. Also, der Leon ist überzeugt. Max und Moritz, gutes Produkt. Hallo. Piranha, habe ich gehört? Nee. Bisschen nass machen. Was? Einen großen Planschbecken, bisschen Spaß haben jetzt. Ja. Whale Adventure. Whale Adventure. Die Karre war auch gut im Europapark. Das ist richtig. Die macht mehr Spaß. Ich habe die Q-Lens 10 Minuten eingetragen. Könnte hinhauen. Die erweiterte Q wurde erst gerade aufgemacht. Gerade war sie noch gesloten. Und jetzt geht's Richtung Piranha. Und dann natürlich auch wieder Monride. Mal gucken, wer der nasseste heute wird. Ich bin gespannt. Abbauen. Jetzt geht's los, Piranha Action, meine Freunde. Bisschen nass machen. Ja. Das ist ein sogenannter Kampffisch. Ah.
Was denn? Ja, gut. Kalt. Ja, es war ja Wasser. Oh mein Gott. Das ist mega wichtig, ey. Ja. Wie gesagt, solange man nicht im Mund oder im Auge sagt. Komm. Ja, eigentlich ist Tom das besser, ne? Ja, wurde. Das ist irgendwann eine andere Kamera jetzt. Ja, die On-Ride-Kamera. Ja, guck mal hier, Bandit. Von hier sieht es aus wie Bandit. Mitten im Wald, wenn er hinten um den Park rumläuft. So, hier ist Boat-Jumping angesagt. Oh. Ja. Ah, ja, siehst du das an dem einen Stein in der Mitte, wo es in das Boot reinrasselt? Genau, da haben wir uns verkannt und wir sind die ganze Zeit in mich reingeschrieben. Sorry, ja gut. Passiert das heute nochmal? Na, ich hoffe, ja, nee. Nee. Oh Gott, da ist Rebecca reingelaufen an der Stelle. Hier, schon mal weiter. Sorry, ja gut, ey. Danach hatten wir hier ein sogenanntes Swimmingbecken. Füße nass Boot. Spezieller Boot gibt, der gibt es aber Intermin. Ja, Intermin-Boot. Sieht baugleich wie im sehr schön die Karriere. Excalibur. Das Arme und Frosch. Lange Arme, große Froschbeine. Oh. Fachangestellter. Jetzt kommt Action, Alter. Jetzt ist Action. Oh. Oh nein! Oh nein! Oh doch! Yeah. Mehr gut, ey. Karre hier, ey. Mehr gut. Ah, jetzt hier ein bisschen Seegang. Stoppe. Das ist so eine Fischfahrt hier. Ah, der war gut, ey. Oh, das war so ein scheiß Kalt. Ja. Sehr gut, die Karre, ey. Mega wichtig, ey. Ja, ich guck mal, was die Steuerkasten aushalten. Der Feuer. Alter! Wichser! Das ist außer kalt. Der ist außer kalt. Koffeekopjes. Scheißegal. Mundkopje, Alter. Als solche Fahrer stand hier, dann drehen die sich. Oh, oh. Werden die jetzt gebumst. Bumpercars, Alter. Ey, wir haben die überholt, oder? Nee. Nee. Ja, doch, nee. Doch, wir haben die überholt. Boah. Oh, Scheiße. Den krieg ich. Oh, oh. Oh Gott. Oh, wir haben gut jetzt, ey. Oh, fuck. Ah, komm, schummel. Alter, fuck. Ja, Mann. Boah, Schokoladensoße. Ja, gut, ey. Ja. Ich krieg keine Luft mehr. Man muss atmen. Nacheinander. Arme und Frosch. Arme und Frosch. Oh. Boah, Junge! Boah, Nessa gerade angekommen! Oh Gott, Alter, Ende! Oh, ich krieg jetzt gerade Ende! Boah, Fischfahrgeschäfte, ey! Ja? Komm her, Rude! Ja, da kommt noch! Ah, jetzt! Da kommt noch! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Irgendwie nix. Das sah schlimmer aus. Ah, jetzt? Ach, von oben. Sau sagt's mir ja gut, ey. Wichser, ey. Mal weh. Ich hab's eben voll ins Gesicht bekommen, ja. Das war schießt, ey. Uah. Ja. Das war Piranha. Ein Fischfahrgeschäft. Später noch eine Runde, Alter. Noch eine Runde. Jetzt direkt? Ja, okay, let's go. Ja. Oh, das ist jetzt spannend. Boah, Leon direkt weggeguckt. Ich gewinne, Alter. Wir bleiben jetzt einfach da. Das ist eine Frage von Physik. Oh mein Gott, dieses eine Ding.
Ja, zwei Runden Special Piranha, mega gut. Ja, mehr Hude, mega nass geworden, mega wichtig. Ja, Mann, alle nasse Füße. Jetzt kann man es noch ertragen in der Hitze, sage ich mir mal so. Hat sie gefallen? Ja. Sehr gut, ne? 15 Minuten Cure geht mega gut. In diesem Wetter ist das echt ein Luxus. Ein Luxusgut. Es sind auch ab und zu leere Boote gefahren neben uns, weil die Menschen das Problem sind. Die sind zu langsam. Die Boote kommen kontinuierlich in die Station reingepreschert, ja. Und die Leute so, ich kann nicht, ich bin zu langsam. Ja, ist mega gut. Also Kapazität auf Piranha ist mega. Auch wenn im Sommer die Q-Line vielleicht etwas voll aussieht, das geht trotzdem schnell voran. Mein Gott. Tascha hat ihren Test auch bestanden. Tascha hat ihren Test bestanden. Ah ja, die Bobeana. Ne? Jo. Ja. Also ich jetzt erst bitte. Oh, ja, wir sind Bobbianland-Fans. Nee, dann machen wir jetzt ein bisschen, also wir gucken, was bei GCI-Produkt abgeht, also bei Joris in the Draht. Ob die Q-Line noch einigermaßen machbar ist heute, aber ich denke mal schon. GCI in the Dark, ne? Also das war mir ja gut. Boah. Boah. Nee, gucken wir uns mal an, was da abgeht. Nehmen wir eine Runde mit, natürlich, im On-Ride auch wieder. So. Aber hier einfach, dieser Park ist wunderschön. Und auch hier Desinfektion, gar kein Problem. Sehr schön. Also Gärtner macht hier seinen Job gut. Hat Duft, ist okay. Ja. Auf geht's zum GCI-Produkt. Auf dem Weg zu Joris in der Draht haben wir entdeckt, dass die Q-Line von Fliegende Holländer doch nicht so allzu groß ist. 15 Minuten schätze ich mal. Deswegen natürlich stellen wir uns erstmal da an, weil es schon auf dem Weg liegt. Und wir müssen nicht mal rumlaufen, das ist auch nice. Also einfach anstellen, direkt durch. Und in 15 Minuten sind wir auch schon indoor und können den Fliegenden Holländer mitnehmen. Mega gut, mega nice. Der war 30. Ja. Sind keine 30. Niemals. Schön hier drin, ey.
Fliegener Holland. So, wir spazieren gerade aus dem Fliegenden Holländer raus. Leon, ja. Fliegender Holländer. Ja, schön, wie immer. Wie immer, ne? Ja. Karre fährt immer schön, immer toll, immer super. Dark Ride Part. Mega schön. Diesmal hat man auch ein bisschen mehr gesehen. Man durfte tatsächlich mit der größeren Kamera ran. Mehr gut. So, und jetzt seht ihr ja, wo wir hingehen. Und ja, auch wieder mit On-Ride Action. Machen wir vielleicht heute die Feuerseite hatten wir noch gar nicht, ne? Gefilmt letztens. Weiß ich gar nicht. Da fragst du mich was. Ich merke mir das nicht. Ja, sehen wir mal. Seite dieses Mal mit schönem Wetter, mega schön. Sehr schön die Karre, ey. Ja. Das ist Fahrt, sehr schön. Einfach mitnehmen. Voller Pullstelle. Boah, die ist warm gefahren. Boah, ich bin so fett von der Scheiße, Alter. So was. Alter. Leck mir am Popo, Alter. Die ist warm gefahren, würde ich sagen, Alter. Mir Papier geben, bitte. Ein Stück Papier, bitte. Hallo. Hallo, kannst du mir ein Stück Papier geben? Hallo, ein Stück Papier bitte. So, Freunde, jetzt sind wir so langsam am Ende angekommen. Wir gehen jetzt gleich noch in Efteldingen in den Merchandising-Shop, in den Hauptshop hier am Haupteingang. Werden da noch ein paar Magnete mitnehmen und auch was zu trinken. Und dann gehen wir Richtung Haupteingang bzw. Ausgang und werden da noch unser kurzes Review geben. Und danach sind wir auch fertig. Ich meine, den Shop haben wir schon gesehen. Den brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Machen wir einfach jetzt. Und wir melden uns jetzt sofort vor dem Haupteingang. Und danach gehen wir noch kurz geocachen. Wenn das jemand kennt von euch, der weiß Bescheid. Denn hier am Efteling-Eingang in der Nähe soll wohl irgendwo ein Catch rumliegen. Den lassen wir uns nicht nehmen. Den nehmen wir direkt mal mit. Ja, einfach mal so nebenbei. Mal gucken. So, wir gehen jetzt in den Efteling-Lingen-Shop. Und holen wir uns noch ein paar Magnete und was zu trinken. Dann haben wir eigentlich alle Efteling-Magnete zusammen. Ist mega gut, Alter. Alle Efteling-Magnete. Das ist unser Ziel. So, wir sehen uns sofort am Haupteingang. Ich glaube,
So, den Park hätten wir jetzt verlassen. Wir haben unsere restlichen Magnete geholt. Es waren noch ca. 10 Stück, die uns gefehlt haben. Jetzt haben wir alle Efteling-Magnete zusammen. Und der Kühlschrank freut sich natürlich auch über diese Präsente. So, Leon. Aber wenn es sofort, ich komme schon. Ja. Das passt farblich mehr gut mit dem Eingang gerade. Was mehr für Licht an gerade hier. Ja, jetzt sehen wir, was hast du erlebt. Efteling nach ca. einem Jahr. Kann man mal sagen. Eigentlich wie immer, so ein bisschen der Eindruck bleibt, dass Efteling ohne Dark Rides nicht das gleiche ist. Irgendwie fehlt halt so, dass das Efteling irgendwie ausmacht, so, ich weiß auch nicht. Es sind doch einiges gefahren. Mhm. War ein schöner Tag. Ich finde, man merkt in manchen Bereichen doch schon, dass das dem Park schon so zugesetzt hat, dass so lange zu war. Manches vielleicht nicht mehr so gepflegt, wie es das vor ein paar Jahren war. Also jetzt vor dem Lockdown kann man ja schon Jahren sagen. Einige Blumenbeete sind halt nicht mehr so, wie ich das kenne oder wie ich es in Erinnerung habe, ne? Ohne dass ich jetzt drauf geachtet habe. So ein paar Ecken, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen ranzig sind, die würden vielleicht im normalen Parkbetrieb, wenn der Park aufhört, das Leuten auffallen, was jetzt über längere Zeit noch vielleicht nicht passiert ist. Man wird sich bestimmt wieder rausarbeiten, bin ich mir sicher, aber ja, sonst war es ein wunderschöner Tag. Ich bin mega dankbar, wieder im Freizeitpark zu sein. Ja. Mega schön, wieder hier zu sein. Ne, ich denke mal, der Eingang spricht schon für sich. Der freut sich. Muss ich dazu nicht sagen. War mega schön. Ja. War klasse. Nächste Stufe dann mit Dark Rides dann wieder, ne? Ja. Ich denke mal, wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal. Auch wieder in diesem wunderschönen Freizeitpark mit Leon auch. Schauen wir mal. Erstmal ist für euch Feierabend heute. Lecker. Cola, Cola. Ihr seid aber schon nächste Woche wieder hier, ne? Heute ist Montag, wir sind am Donnerstag wieder da. Also, diese Woche nochmal. Mehr wichtig, Alter. Ach, scheißegal, Freizeitpark ist mir gut. Jetzt erstmal durchsucht, mega wichtig. Wie findest du das, dass die Jahreskarte jetzt quasi als Bezahlkarte gilt? Das ging ja vorher auch schon. Ja, aber jetzt hast du wieder Produktion drauf gehabt. Wir haben jetzt sehr viel Guthaben drauf tatsächlich, ja. Das ist auch ganz angenehm eigentlich. Was hast du heute alles geholt? Ja, erstmal zweimal an dem Fressautomaten hier, habe ich mich bedient. Dann mittags gab es einen Burger, zwischendurch ein paar Getränke und ein paar Jelly Beans, Jelly Belly. The Jelly Bean Factory, also kein Jelly Belly hier, die Fake-Dinger vom Efteling. Ja. Aber, also es ist eine Marke, kein Fake, aber ich habe ihr wisst, was ich meine. Marke. Bärenmarke, genau. Bärenmarke. Die mit dem Stern. Merchandise nix? Nö, für Klamotten bin ich ja zu fett von der Stange. Und sonst irgendwie Duftstoffe gibt's nicht mehr, deswegen brauche ich jetzt auch nix. Ja, Duftstoffe müssen auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ja, das ist mega traurig, dass die weg sind. Ja. Ja. Gucken wir mal. Also es war im Gespräch, dass sie wohl wiederkommen. Hey, Besuch! Ohne Dark Rides ist halt doof. Alle doch! Gut. Ja. Leon, dann kannst du ja schon mal wegwinken. Wir sehen uns bald wieder. So, Jane und ich gehen jetzt noch zu unserem Geocatch und da beenden wir dann unser Video vom Efteling. Bis gleich. Totziens. Totziens. So, wir haben unseren Geocatch gefunden. Sieht ja cool aus. Guck mal, mit Symbolika drauf. So, da müsste jetzt ein Logbuch drin sein, da trägt man sich quasi ein. Ein Ü-Ei und da ist das Logbuch drin. Ist mega cool. Macht mega Spaß, Leute. Das kann man weltweit spielen. Macht auf jeden Fall sehr Bock. Aber wo das versteckt ist, zeigen wir euch natürlich nicht. Da müsst ihr selber suchen. Juhu. Mega gut. Wie ihr gesehen habt, wir haben den Catch tatsächlich gefunden. In der Nähe vom Efteling-Eingang, kann ich nur sagen. Falls ihr das Hobby auf jeden Fall starten wollt, kann ich es sehr empfehlen. Ich habe das vor ein paar Jahren auch mal gemacht, als ich jünger war, im Teenage-Alter. Da hatte ich ca. 380 Catches, so nennt man das, wenn du eine Dose findest und dich einträgst. Und habe mit meinem Fahrrad ca. 1000 Kilometer hingelegt. Nur durch dieses Geocaching. Macht auf jeden Fall Spaß. Einfach so Werbung nebenbei, kostenlos. So, also kostenlose Werbung. Das Produkt kostet ein bisschen Geld. Also, ich kann noch mal sagen, was ich letztens gesagt habe, Efteling ist immer wieder schön. Ich freue mich, dass wir bald wieder die Dark Rides besuchen können. Und da werden wir auf jeden Fall auch wieder mit dabei sein. Ist ja klar. So, aber es war auf jeden Fall wieder schön, mal mit schönem Wetter im Efteling zu sein. Macht mega viel Spaß, mit Sonnenbrand rumzulaufen. Ja. Aber egal, ich beschwere mich nicht. Ich wollte den Sommer, den habe ich jetzt in einem Freizeitpark und was will man mehr. Jahresgrade immer noch ein bisschen Geld. Das heißt, wir kommen wieder, bald wieder Dark Rides fahren. Jenny, kurz und knackig, wenn du nicht kannst. Ja, schön wie immer. Ne? Ist halt Efteling. Ich bin sehr gerne hier, also ich kann auch hier stundenlang rumlaufen, ohne irgendwas zu fahren. Ja,
Ja, ein bisschen Geld haben wir noch übrig, aber ich komme auch, wenn kein Geld mehr drauf ist. Einige Tüten dabei und es ist immer noch Geld drauf, das ist unfassbar. Und wir haben noch gegessen, das wollen wir auch nicht vergessen. Ja. Das ist echt viel krass. Sogar. Viel, ja. Nur hatte ich meine Poffertjes jetzt nicht. Ach ja. Aber beim nächsten Mal. Gib Schlimmeres. Ja, die sind aber göttlich. Ich kann mich da reinlegen. Ja. Aber endlich haben wir mal wieder Freizeitparks ohne Regen. Die Saison hat ein bisschen hapelig gestartet. Heute tun auch tatsächlich meine Füße weh. Ja. Beim letzten Mal nicht so. Ich freue mich, dass ich jetzt 2 Stunden nach Hause fahren kann. Ja, aber nur weil ich hingefahren bin. Ja, warum teilen wir nicht die Strecke einfach 1 Stunde pro Fahrt? Nee, ist blöd. Nee, ist besser. Nee, ist blöd. Naja, aber auf jeden Fall, wir haben gecatcht, wir haben eingekauft, diesen Achterbahn gefahren, wir haben Sonne getankt, alles mega gut. Und das war wieder der Vlog Nummer 2, sag ich mal, vom Mai 2021. Jetzt machen wir ein bisschen Eftel-Pause, Efteling-Pause, aber wir sind bald wieder da, damit wir die Dark Rides hier mit der schönen Kamera catchen können. Haha, so, auf jeden Fall, das war's hier von ParkTube. Lächeln winkt nicht vergessen, wir sehen uns dann im anderen Video. Also schaut vorbei, kommt zu ParkTube, denn hier gibt's das beste Produkt, was Vlogs angeht. Vielen Dank und bis dann, meine Freunde. Ciao.